Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.16 Snapshot 20b 14a. Ja. Und jetzt kamen die Zoglins rein, das sind die Hoglins in zombifiziert. Sie können nicht gebrütet werden, also die Hoglins können scheinbar gebrütet werden und gefüttert werden. Mit was? Also mit Wabetfungus, okay. Ja. Und ja, sie attackieren jeden, den sie sehen. Okay. Dann haben wir ein neues Background im Nether. Okay, vom Menü. Aha. Striders sind balanciert worden. Strider Speed, wenn sie auf einem dieser Schweine sind, ist ein bisschen erhöht worden. Ja, und Wabenfungus an der Stick, das sind wahrscheinlich so Spießchen mit diesen Pilzen dran, haben jetzt 100 maximal Item Damage. Okay, ist das für uns? Ja, das war's eigentlich. Das ist nicht so ein großer Snapshot diesmal. Aber okay. Wir haben viel, also ich habe viel noch einen Weg gebaut mehr. Und ja, wir legen jetzt einfach das mal in diese Kiste. Und in diese Kiste, sehr gut. Haben noch Platz. Ja, diese Geräusche nerven einfach ständig. Fertig jetzt. Fische, ihr seid blöd. Unglaublich, was die machen. Na, am Wasser ist ein bisschen nervig zu sein. Man muss irgendwie wissen, was das denn für ein Geräusch ist. Ist das einfach Wassergeräusch, also Ambient oder so? Muss einfach runterstellen. Ja, ich habe auch ein bisschen erhöhtes Sound jetzt noch eingestellt. Das ist für mich nur, das ist nicht für euch zu hören. Atmosphäre. Nochmal ein bisschen runterstellen. So. Wunderbar. Also, was brauchen wir heute? Wir brauchen heute einfach diese Blöcke. Ich zeige sie euch. Fotos hier. So. Diese Blöcke, und die kann man irgendwie auch umwandeln. Aber ich weiß noch nicht wie. Das sind eben diese granitpolierte Basalt, ja. So, weil ich vorher noch ein bisschen da stand habe, bin ich noch im Kreativmodus. Das habe ich gesehen, zum Glück. Habe ja noch nichts gecheatet oder sonst irgendwas. Aber ich bin halt einfach einer, der nicht so schnell sieht, ob was er welchen Modus er ist. Aha, hier haben wir noch ein paar Erze, die wir noch nicht geschmelzt haben. Ja, wir gehen rein. Wir haben wieder wenig Level, weil ich die Spitzhacke repariert habe. Müssen hier durch. Da seht ihr eigentlich, was ich jetzt hier gebaut habe. Also durchgebaut habe. Ich bin ja der Bruchmeister. Der Durchbruch. So, hier ist auch noch ein bisschen Erz, weil das nicht geladen wurde. Wir könnten wir aber auch noch kurz da ein bisschen. Quarz abbauen, genau. Hier auch. Das habe ich einfach nicht gemacht, damit wir es noch machen können. So. Ja, und dann hört es dann eigentlich, glaube ich, jetzt nach diesem Ding Base dort auf. Genau, hier haben wir noch ein bisschen Glowstone. Ja, das ist ein bisschen blöde, aber ich möchte noch ein bisschen Glowstone haben. Und im nächsten Part werden wir, denke ich, anfangen zu bauen. Machen einfach die Plattform unten dann aus einem anderen Stein, aber. So langsam kann ich nicht mehr farmen. Es geht so lang immer. Einfach nur, weil es sehr wertvolle Sachen sind. Ja, hier haben wir leider nichts. Aber was wir wollen, ist ja wieder zurück in dieses Biom gehen. Und deshalb laufen wir jetzt eher.
Ich glaube, wir sind hier schon durchgegangen. Ich denke auch. Wir werden das schon wieder finden. Wir haben gar kein Essen mehr. Das hat so viel Essen. Oh je. Ja, hier sind wir durch. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir könnten nicht kämpfen, weil es viel zu viel Essen kostet. Ja, ich muss das auf den nächsten Part verschieben, weil jetzt möchte ich eigentlich nur noch zurück und Essen besorgen. Genau, wir haben das leider nicht gemerkt. So, wie kommt man jetzt hoch zur Plattform? Wir werden da links durch müssen. Die Plattform ist nicht mehr zu sehen, ist weiter oben, denke ich mal. Da ist sie. Okay. Also weiter unten sogar. So. Gut. Also wir brauchen Essen, besseres Essen. Ich könnte mal Kühe holen dann zwischen einem Part. Das werde ich gleich schnell auf den nächsten Part machen. Dann haben wir wirklich hochqualitatives Essen. Und, ja. Ach, Mist. Da hinten dann weitersehen. Leveln natürlich auch noch. Okay, hier haben wir auch viel Quarz. Dann machen wir das jetzt noch kurz. Ja, ich werde jetzt einfach das machen und dann alles in bis zum nächsten Part machen. Gut. So. Ja. Also, mehr müssen wir nicht machen. Das ist schon ein bisschen langweiliger, das möchte ich ja nicht sagen. Ja, gehen wir noch ein bisschen auf Erkundung, wenn wir ums Essen gekümmert haben. Genau, also einfach mal Brot machen am besten. Ich denke, wir brauchen viel mehr Weizen. Kühe. Oder nein, wir lassen das. Und wenn wir mehr brauchen, dann machen wir einfach einen größeren Garten. Und noch ein bisschen Erde. Ich glaube, wir haben aber Erde hier zur Genüge. So, ist aber sehr interessant hier zu wohnen auf den Eisschollen, auf den Eisbergen. Was einfach auch mehr verlangt. Wir wollen ja auch ein bisschen eine Herausforderung. Das natürlich da auch so rüberkommt. So, Weizenkörner, die wachsen in der Truhe. Was mache ich da? Ich will nicht Weizenblöcke machen, also Heublöcke. Ja, wir müssen unbedingt noch mehr Garten machen. Deshalb, ja, mache ich das einfach im nächsten Part, auf dem nächsten Part auch noch. Ich habe genug zu tun jetzt, das seht ihr. Und entferne die Karotten. So, ich habe diese Kerne mitgenommen. Doch nicht. Ja, ja. Da ist ein bisschen zu schnell. Ich denke halt immer zu viel. Also ist auch gut. So, Minecraft strengt das Gehirn an, wenn man schnell spielt, wenn man viel machen muss. Es tut immer gut. Deshalb spiele ich auch unbedingt viel lieber Minecraft als andere Games. Ich kann einfach nicht weg. Minecraft ist mein Spiel. Und wenn ich das noch mehr machen kann, also noch besser machen kann und so weiter, dann bin ich natürlich noch glücklich.
Aber was ich jetzt nicht mache, ist jetzt so Server besuchen, wo wirklich so ein Spiel ist. Das ist für mich zu viel Aufwand. Und ich würde es gerne machen. Und dann müsste ich mich wirklich spezialisieren auf das und das. Heißt, andere Projekte werden nicht mehr so oft kommen. Und ich denke, ja, das ist für viele dann nicht mehr so gut. Ja, jetzt wächst es natürlich nicht. Also wir haben ja den Tick-Speed hochgestellt, damit wir auch ein bisschen weniger Leerlauf haben. Aber ja. Und ich könnte ja das Projekt wechseln. Also wenn ihr wollt, dass ich das Projekt weiterhin mache, die Snapshots vorstelle, so ein bisschen als Spiele, dann schreibt es bitte in die Kommentare, gell? Wenn nicht, dann kommen halt andere Projekte dann eher mehr. Aber ja, es tut halt auch nicht so viele Aufrufe generieren. Also doch schon. Also ich mache es gerne, aber ihr dürft auch entscheiden, was ihr sehen wollt. Wenn ihr jetzt etwas besser sehen wollt, wie zum Beispiel Roleplay, dann dürft ihr das gerne sagen. Schon glaube ich nachher. Nein, es geht nicht. Das ist auf einem anderen Client. Das ist der MC. Multi-MC-Client und der Vanilla-Client hat das drauf. Aber wir könnten sonst mal drauf schauen in einem der Parts. Ja, kann ich während meinem Video halt nicht machen, weil es natürlich ladet. Vielleicht einfach aus Holz machen und deshalb ernten wir mal dieses Holz hier und machen Schwarzeichenholz hin. So, also Erde sammeln, sich um Essen kümmern, das Nether also dieser Weg zu diesem Biom machen und was haben wir noch gesagt, muss ich machen? Ja, einfach auch noch um Baumaterial kümmern, nicht nur um Erde und ja, wie heißt dieser Stein? Ja, dieser berühmte Stein aus dem Vulkan. Ich weiß es nicht. Ist leider nicht so merkbar, scheinbar. So, schlagen wir mal einen ab. Ah, Basalt, jojo. Hätte ich gewusst. Hätte ich gewusst, Basalt. Wie Basler. Einfach Basalt. Der alte Basler. So, wir müssen Basalt holen. Und ja, jetzt hätten wir eigentlich, wir könnten es noch machen, aber ich möchte lieber noch mit euch ein bisschen die Gegend erkunden. Diesmal weiter zu diesem Berg, den wir gefunden haben. Nachdem wir hier uns niedergelassen haben, also so ein dritter Part, der zweite Part mit den zwei Höckern. Boot ist hier, auf der anderen Seite. Dann gehen wir mal kurz los. Also es wird wahrscheinlich nicht ein langer Weg sein und dann kommt komplett etwas Neues. Ah ja, genau. Zuerst aber den Baum pflanzen. Sehr schön. Ah ja, Holz muss ich mitnehmen. Das haben wir alles verbraten. Weiß nicht genau, was mit dem Holz passiert ist. Ja, Stöcke haben wir viel gemacht. Genau. Dann für die Leitern und Zäune. Ja, Zäune haben wir gar nicht gemacht. Ah ja, ich habe es ja irgendwo reingelegt und habe es nicht mitgenommen, das im letzten Part mit dem Türkisbium. Oh, das ist schön, ein Durchgang. Wow. Und hier ist der Höckerberg. Wir haben ihn wieder erreicht. Cool. Aber diesmal bleiben wir noch ein bisschen auf dem Boot. Also da irgendwie etwas zu machen oder da sich sogar ein bisschen mehr niederzulassen, aber ich möchte eigentlich, ja,
den eigentlich ein bisschen in der Wildnis lassen. Also keine Zivilisation bauen und so weiter. Und sobald 1.16 draußen ist, mache ich natürlich nochmals ein Let's Play. Eine neue Welt und so. Aber dann kümmern wir uns um andere Dinge. Eins wäre, ein Dorf zu gründen, wo wirklich NPCs wohnen können. Aber es eher aussieht, als würde es vom Netfass sein. Also da einfach auch wieder Netherblöcke verwenden. Oder zum Beispiel Eis könnten wir auch verwenden. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welchen Rohstoff wir für die meisten Häuser oder für einzelne Häuser benutzen sollen. Also es soll doch auch schön aussehen, oder? Ich könnte eigentlich das machen, dass wir da alles aus Beton machen, die verschiedenen Farben und kombinieren mit Netherblöcken. Dass es dann wirklich sehr umrundet anschaut. Dann auch eine Burg bauen. Und ja, allgemein. Dann auch so schnell wie möglich dann Mods installieren, also zum Beispiel den Mine Colonies Mod, damit wir die Stadt noch besser ausbauen können. Und auch, ich hoffe, ein Mod, der wieder erscheint wie Custom MC. Dass sie unbedingt, ja, viel mehr, ja, NPCs haben, oder? Wirklich sehr intelligente haben und so weiter. Und wird das dann plötzlich mal irgendwann mal ein Mod-Projekt daraus. Das wollte ich eigentlich schon immer mit Vanille anfangen und immer wie mehr Mods installieren. Oder halt einfach ein Mod-Projekt dann daraus machen, also ein zweites Projekt. Ja, weil natürlich die Welt dann riesengroß Vanille bleiben wird. Aber eben, dass ich das nicht brauche, weil wir trotzdem dann noch mehrere Welten haben. Und weil wir wahrscheinlich nicht so viele Blöcke einbauen mit Mods. Also dass wir zum Beispiel ja einfach optische Mods installieren und NPC Mods, wo wir keine Rohstoffe brauchen. Genau. Wir haben leider noch keinen Loot. Schade. Wir haben Schwungkraft, Bann, Haltbarkeit. Schwungkraft ist ja eigentlich ziemlich gut. Wie viel Schaden macht das? Oder macht das nicht Schaden, sondern eher schnellere Schläge oder so? Weniger aufladen? Keine Ahnung, ich habe das noch nicht nachgeschaut. So, und wenn jetzt wirklich viele zuschauen, mache ich öfters jetzt Folgen von diesem Projekt. Könnten sogar zwei oder drei Parts pro Tag kommen dann. So, leider müssen wir jetzt wirklich noch mehr Leder haben und auch Fleisch natürlich. Und deshalb müssen wir jetzt ein paar töten. Also eventuell kommt einfach momentan halt ein Projekt von Minecraft im Singleplayer und eins online. Und online wird dann dieser Server sein, der halt einfach ja, sehr viel Rundenspiel beinhaltet. Hier eigentlich im Singleplayer auch, also ich möchte schon ein bisschen leben. Jetzt würde ich jetzt wirklich hier drin sein, in dieser Welt, zum Spiel. Aber es ist halt schwer, man muss halt auch immer wieder viel sagen, euch erklären oder so. Oder einfach auch kommentieren, was wir gerade spielen und wieso wir diesen Rohstoff und so brauchen. Das ist jetzt weniger Rundenspiel, aber immer wieder so ein bisschen erleben. Werde ich dann im Vollversions-, also nicht Snapshot-Projekt, dann sicher auch mehr machen. Ich schaue immer nach Spawnen. Also nicht wundern, wieso ich immer wieder in Dinge schaue. So, Hühner wären eigentlich auch nicht schlecht. Ja, und dann ist leider schon der Part wahrscheinlich zu Ende. Nee, können noch genügend weiterlaufen. Habt ihr eigentlich eine Bienenwabe gesehen? Ne? Dann können wir da die mal ein bisschen feeden. Sich um das zu kümmern wäre auch nicht schlecht.
Aber wir haben schon wieder 14 Level durch das viele Tier töten jetzt und Quarz abbauen. So, dann gehen wir langsam wieder zurück. Hier ist leider nicht so viel. Kein anderes Biom, was ich unbedingt brauche. Hey, hallo. Ein automatisches Zielgerät geht immer auf die Pflanzen, auf die Gräser los. Ja, irgendwie habe ich immer 100% Headshot bei GTA. Und bei Dingen auf dem Boden. Also ich ziele nur noch auf den Kopf. Deshalb treffe ich auch nicht so oft. Aber ich ziele nur noch auf den Kopf. Ja, das ist nicht so gut. Bett. Ja. Ja, wir rotten leider jetzt so langsam die Tierwelt aus. Aber das ist auch wichtig, weil Rohstoffe brauchen wir auch von den Tieren. Das ist leider nicht Öko-Craft oder Vegan-Craft. Da müssen wir leider ein bisschen etwas Heftiges machen jetzt. Dafür sind sie auch immer wieder da. Okay. Schade. Wenn ihr Lust habt, können wir auch ein Pixelmon-Projekt wieder machen. Weil das einfach gemütlich ist. Ich kann mich mehr um die ums Bauen kümmern und um NPCs, weil es 1.12 ist. Und ja, es macht natürlich auch wieder ein bisschen mehr Spaß zu kämpfen. Ohne jetzt unbedingt selber ja, viel zu machen. Runden basieren das Kampfsystem. Und deshalb nur ganz wenige Mods installieren, damit das nicht zu lange ladet. Ja. Ich bin ein bisschen unschlüssig, was ich alles machen soll. Also ihr müsst mir einfach helfen, ein paar Sachen ja, für euren Spaß zu finden. 2 Krieger, dankeschön. Ein Sumpf. Aber Sumpf haben wir schon genügend, also Schleime. Deshalb noch ein bisschen weit in die Richtung. Am Sumpf vorbei. Ja, die Musik ist so entspannt. Das ist eine meiner Lieblingsmusik, aber die Klänge sind ein bisschen zu hoch. Ja, viel Auswahl gibt es ja immer noch nicht. Noch die blauen Blumen einsammeln. Das sind wirklich schön, das sind neuere Blumen, gell? Die sind von 1.14, oder? Ja. Was ich so verpasst habe, weil ich so viele Mods gespielt habe, immer nur 1.12 gelassen habe. Ja. Ah, Wölfe. Jetzt habe ich aber bald voll. Knochen haben wir dabei. Einen Knochen, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Ne. Schade, aber Wölfe gibt es überall jetzt. Also es gibt viel mehr Wölfe als in der alten Version. Es gab mal eine Version, da gab es gar keine Wölfe, weil irgendwie ein Bug drin war, wo Wölfe nicht gespawnt sind. Und jetzt gibt es so viele Wölfe. Nur eben bemerke ich die auch nicht so oft. Also sehe sie dann immer wieder beim Part schauen. Und ja, damit alles okay eingestellt ist oder so, muss ich immer den Part ein bisschen schauen. Oder ganz. Ich schaue ihn immer ganz. Und ja, wenn ich einen anderen Part hochlade. Und ja, dann habe ich immer gesehen, ah, Wölfe, Wölfe. Das sehe ich. Im Video sehe ich die Wölfe, aber in dem Spielen sehe ich, übersehe ich die einfach so ein bisschen. Weil es einfach normal ist. Wenn es jetzt nicht drauf schaut. Sehr schön. Nochmal Rosen. Schade, der Rosenbug
Funktioniert nicht mehr, aber ich hätte gerne noch mehr im Großen gemacht. Wir müssen einfach mehr sammeln. Weil ich habe eine Idee. So ein 2-Hochblock-hocher blauer Busch gibt es leider nicht. Aber ich habe da noch eine Idee. So, ich glaube, ich gehe dann heim. Noch, weil ich ja eben die Sachen erledigen muss. Und ihr könnt ja dann ein anderes Video schauen oder so. Selber spielen, mein Köft, ja. Also dann beende ich den Part. Ja, 25 Minuten ist gut. Sollte ja nicht immer 30 sein. Wunderbärchen. Schauen wir kurz den Fluss noch an und ich gehe aufs Boot. Tschüss, bis zum nächsten Mal.